Also die hauptsächliche Idee ist, dass ich die Aussage von meiner letzten Single Schluss mit dem Lockdown, glaube ich, sehr vielen Menschen aus den Herzen singe. Und dass es eine Möglichkeit gibt, mit diesen Kleidungen eben auch Gesicht zu zeigen, wenn man vielleicht nicht so extrovertiert ist wie ich und trotzdem jeder erkennt, für was man einsteht in dieser Gesellschaft. Das ist doch die Logik, oder? Bis 21 sind 90% der Menschen auf der Straße und unterwegs. Aber das ist, meine Damen und Herren in Uniform, meine 19. April 2021. Anni und Martin im Gespräch mit Björn Banane. Hallihallo, liebe Leute da draußen. Lieber Björn, magst du dich am Anfang ganz kurz vorstellen? Du bist ja kein Ur-Berliner, höre ich an deinem Dialekt. Nein, ich lebe aber schon seit 23 Jahren hier. Ich bin gebürtiger Thüringer, habe einige Jahre in Bayern gelebt und wie gesagt jetzt seit 23 Jahren fast in Berlin. Ja, also den größeren Teil meines Lebens habe ich hier verbracht. Aber selbstverständlich hört man immer an den Absätzen, dass ich kein gebürtiger Berliner bin. Wie würdest du dich selber beruflich bezeichnen? Als was? Künstler, Sänger, Modedesigner? Ich würde mich bezeichnen als hauptberuflicher DJ, der eben Partysänger ist und eben auf Partys für Tanzgesang und Alkohol, die Lieder dazu geschrieben hat in der Vergangenheit und eben seit einem Jahr jetzt eben neue Textrichtungen eingelenkt hat und mit anderen Songthemen die Leute versucht zu emotionalisieren. Jetzt hast du allerdings auch Kleidungsstücke entworfen, die unter anderem auch hier angeboten werden auf der Versammlung von Thorsten Schulte. Kannst du etwas dazu sagen, zu den Kleidungen, zu den Kleidungsstücken und auch zu der Idee, die dahinter steckt? Ja, also die hauptsächliche Idee ist, dass ich die Aussage von meiner letzten Single Schluss mit dem Lockdown, glaube ich, sehr vielen Menschen aus den Herzen singe. Und dass es eine Möglichkeit gibt, mit diesen Kleidungen eben auch Gesicht zu zeigen, wenn man vielleicht nicht so extrovertiert ist wie ich und trotzdem jeder erkennt, für was man einsteht in dieser Gesellschaft. Das ist so die Idee, die sich dahinter verbirgt. Ja, und deswegen haben wir einfach angefangen, diesen Song, nachdem ich ihn geschrieben habe, auch in Form von Kleidungsstücken anzufertigen. Da ich ja auch ein Berufsverbot habe nun seit einem Jahr, muss ich mich natürlich irgendwie mit etwas anderem auch über Wasser halten. Und das versuche ich mit meiner Musik und inzwischen halt auch mit meiner Kleidung. Ein weiteres neues Teil unserer Collection ist das T-Shirt Kurvizei mit der Nummer 14301. Kurvizei, weil wir oft der Eindruck mir entsteht, dass die Polizei sich nicht mehr für Schwerkriminalität interessiert, sondern mehr für Corona-Verstöße. Und deswegen wollte ich mit diesem T-Shirt, war eine Idee von Lucky und mir, darauf aufmerksam machen. Und die Nummer 14301 ist halt der Polizist, der uns in jeder deutschen Stadt, den Thomas, dem Busfahrer und mir begegnet. Obwohl er ja eigentlich den Abschnitt hier in Berlin zugehörig sein müsste. Entsteht der Eindruck für uns, dass er vielleicht für den Staatsschutz arbeitet, weil wir treffen ihn in Bremen, wir treffen ihn eben auch an allen anderen Orten und wir sind schon ein paar Mal in seine Gewahrsamnahme gekommen in den letzten Monaten und deswegen habe ich ihn das T-Shirt dazu drucken lassen und um ihn zu ehren für die ausschließliche Aufmerksamkeit, die er uns gibt. Ein Polizist bekommt sein eigenes Kleidungsstück, das ist sicherlich ungewöhnlich. Ich kann natürlich jetzt nichts dazu sagen zu den Polizisten, weil ich das jetzt alles zum ersten Mal höre. Wir gehen der Sache gerne nach, recherchieren gerne dazu, aber ich kann das natürlich jetzt nicht verifizieren ad hoc. Ne? Ja. Aber wir gehen der Sache gerne nach. Ja, also es gibt auch Videos, wo die 14301 uns über mehrere Stunden vor dem Impfzentrum festgehalten hat. Mit Hand an der Waffe und wir eben da, den Thomas wurde rechtswidrig der Führerschein weggenommen. Dann kam 2 Stunden später ein Anruf von der Polizeiwache, dass sie inzwischen am Sonntag jetzt doch rausgefunden haben, dass er noch einen Kfz-Führerschein besitzt und wir haben den Führerschein wiederbekommen und wir haben halt allerlei Austausch mit diesem Herrn gehabt und
Da gibt es diverse Videos im Netz, wo man sich darüber schlau machen kann, was der Thomas und ich für eine Verbindung mit Polizisten oder Kurvizisten 14301 haben. Wo ist das neue Glanzstück der Kollektion? Genau, also das neue Glanzstück ist, wie ich bereits jetzt gerade gesagt habe, unser lieber Freund mit der Dienstnummer 14301. Und damit kann man sich halt für das schwere Verbrechen befreien, indem man eben nur noch Corona-Sünder verfolgt, die den Nasen-Mundschutz falsch oder unrechtsmäßig nicht tragen. Und ja, das ist die neueste Kollektion. Wir haben aber jetzt seit kurzem, ihr seht, ich lege meine T-Shirts immer selber zusammen, deswegen so professionell. Wir haben aber auch hier eben im Grau inzwischen den Hoodie. Der Hoodie ist aber auch in Schwarz da. Und es ist halt eine Möglichkeit, mit Basecaps, Hoodies und T-Shirts Gesicht zu zeigen und zu zeigen, auch wenn man nicht so ein Quatschheinrich ist wie ich, dass man einfach eine bestimmte Meinung vertritt und die nach außen wirken lassen kann. Das ist die Idee hinter diesem Shop und nebenbei natürlich auch unser Überleben in dieser berufsschweren Zeit. Ja. Was kostet so ein Kleidungsstück? Die Preise stehen ja auch dran, aber vielleicht ist es zu Lucky, klein zum Film. Was kostet 39 Euro kostet ein Hoodie, ne? Ja, und 19,90 Euro kostet ein T-Shirt, egal dabei welches. Genauso auch die Cappies. Hat ja einer, der möchte ja oder ist gerne Cappy-Träger und die kosten auch 19,90 Euro. Im Shop haben wir auch noch Tassen mit Schluss mit dem Lockdown und ihr könnt euch auch im Shop die Lieder und die Videos von Björn runterladen, Schluss mit dem Lockdown, als auch die Wahrheit und sogar als Klingelton für euer Handy. Wir stehen hier in erster Linie als Mensch.